Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Andreas Vogelsammer traf gegen Aue bereits nach 6 Minuten. Urheberrecht Imago Bielefeld. Erzgebirge Aue kann seinen Negativtrend auch gegen Bielefeld nicht stoppen und kassiert die 3. Niederlage in Folge. Ein Blitztor bringt die Gastgeber auf die Siegerstraße. Während Erzgebirge Aue die 3. Niederlage in Folge kassiert, setzt Arminia Bielefeld seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga weiter fort. Zum Auftakt des 28. Spieltags setzten sich die Ostwestfalen mit 2:1 gegen Erzgebirge Aue durch und übernahmen Platz 1 in der Rückrundentabelle. Nach durchwachsener Hinserie verweilt die Arminia 9. 38 Punkte, insgesamt allerdings im Tabellenniemandsland. Aue 13. 32 verpasste es, sich vorzeitig der letzten Abstiegssorgen zu entledigen. Service die Tabelle der 2. Bundesliga. Die Treffer für Bielefeld erzielten Andreas Vogelsammer, 6. und Fabian Klos, 78. Der Anschlusstreffer durch Florian Krüger, 88. kam zu spät. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen. SSN HD, die 2. Bundesliga ab 22:30 Uhr auf Sport 1 im Free TV und Livestream. Blitzstart der Arminia durch Vogelsammer vor 18.429 Zuschauern. Auf der Alm übernahm der Gastgeber sofort die Initiative. Nach einem Ballverlust der Gäste leitete Clubliebling Klos, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2021 verlängert hatte, den frühen Führungstreffer ein. Die Flanke von Jonathan Klaus buxierte Vogelsammer mit am Körper angelegter Hand ins Netz. Das 2:0 verpasste Klos in seinem 286. Arminenspiel zunächst, als er im Gästestrafraum 3 Spieler inklusive Keeper Martin Mennel ausstiegen ließ, sich den Ball vor dem leeren Tor aber zu weit vorlegte. 34. In der 2. Halbzeit durfte der 31-Jährige dann aber doch noch jubeln. Einen langen Pass von Keeper Stefan Ortega verwertete er mit seinem 126. Pflichtspieltor für Bielefeld. Für Aue hatten Jan Hochscheid, 37. und Dimitri Nazarov, 72. zuvor hochkarätige Chancen zum Ausgleich ausgelassen, ehe Krüger noch der Anschlusstreffer gelang. Serviceergebnisse, Spielplan der 2. Bundesliga.